So richten Sie Wi-Fi für das Balkonkraftwerk ein. Starten Sie Ihren Computer und verbinden Sie sich mit dem Mikrowechselrichter NEP-XXXXXXXX. Das Wi-Fi-Passwort lautet 1234567 8. Wenn die Verbindung hergestellt ist, rufen Sie die folgende URL auf. Geben Sie Admin in das Feld Benutzername und Kennwort ein. Drücken Sie die Suchtaste. Wählen Sie Ihr Wi-Fi-Netzwerk aus und drücken Sie OK. Geben Sie Ihren WLAN-Passwortschlüssel ein und drücken Sie OK. Nachdem der Wechselrichter neu gestartet wurde, sollten Sie mit dem WLAN verbunden sein. Sie können nun den Schuko-Netzstecker an die Steckdose des Hauses der Wohnung anschließen. Nach circa 10 Minuten blinkt die LED-Lampe am Wechselrichter grün. Unter user.nepviewer.com können Sie sich bei Nepviewer registrieren. Bitte geben Sie alle erforderlichen Informationen ein. Nach erfolgreicher Registrierung müssen Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem neuen Passwort anmelden. Nach der Registrierung müssen Sie Ihr Balkonkraftwerk registrieren. Klicken Sie auf Standort hinzufügen und geben Sie die erforderlichen Informationen ein. Im letzten Feld, Micro Address. Sie müssen den für jeden Wechselrichter extra vergebenen Barcode eingeben, der auf dem Mikrowechselrichter platziert ist. Wenn Sie mit der Registrierung fertig sind, können Sie jetzt Ihr Balkonkraftwerk überwachen. Laden Sie die Nepviewer-App zur Überwachung Ihres Balkonkraftwerks auf Ihr Smartphone und Tablet herunter. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Balkonkraftwerk.